So, das war's schon wieder. Missfahren beendet für heute. Mal die Tür zu machen. Dadurch, dass gestern wieder nicht viel für die Kamera war, ich habe ein bisschen was im Büro nachgeholt, was so auf der Strecke geblieben ist. Also ein paar Formulare und was weiß ich, was man nicht alles ausfüllen muss. Für jeden, alle wollen ja mal irgendwas wissen. Habe ich halt wenig gefilmt. War halt auch gestern nicht viel. So, jetzt war ich eben wieder beim Mistfahren und habe noch so einen kleinen Spezialauftrag erfüllt. Aber die Schwierigkeit heute ist, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Total ätzend, genau unterm Schulterblatt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann, also mittlerweile geht's. Ich habe jetzt seit 4 Stunden so ein ABC-Pflaster drauf. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch noch einen besseren Trick. So ein Wärmepflaster, dass das sich so löst. Aber so richtig lösen tut sich das nicht. Und ich kann auch kaum richtig einatmen, weil das wie so ein Messerstich von hinten ist. Kennt ihr das? Total unangenehm. Ich merke das bei den kleinsten Arbeiten, wenn ich habe so ein Holztor vorhin aufgemacht. Ich dachte, ich sterbe, ich habe gar keine Luft bekommen, weil es richtig unangenehm ist. So beim Sitzen geht's halt, aber weiß ich nicht. Das muss irgendwie gestern beim Sport passiert sein. Aber nach dem Sport, komischerweise. Naja. Programm diese Woche ist, sich das Getreide anzugucken, die Gerste. Dann wollte ich mal in den Roggen reingucken, da bin ich heute vorbeigefahren. Der auf dem schlechten Standort, unberegnet, der sieht schon relativ weit aus. Und dann wollte eigentlich auch noch ein Düngemittelhersteller vorbeikommen und wir wollten uns mal so einen kleinen Versuch angucken. Die Leute, die mich fleißig verfolgen, die haben es gesehen, dass ich in einer Maisaussaat 2 verschiedene Dünger genommen habe. Einmal den DAP, der ist dann leer gegangen, und einen NP-Dünger. So, und dieser NP-Dünger soll was Besonderes sein und den wollen wir uns mal angucken, weil ich auf einem Feld definitiv den direkten Vergleich habe. Nur die Grenze ist so ein bisschen Pi mal Auge. Das müssen wir mal raussuchen und dann gucken wir mal, ob man da einen Vergleich sieht. Aber da muss sich der Herr nochmal melden, wann er dann da ist. Der wollte irgendwie im Laufe der Woche vorbeikommen. Vielleicht kommt es auch im nächsten Vlog. Wir sehen's. Aber ich melde mich dann später wieder. Moin! Selbes T-Shirt, anderer Tag. Heute ist schon Mittwoch. Datum gucke ich. Der 5. Juli schon, meine Herren. Ich stehe gerade im Roggenfeld drin. Es hat heute Nacht 5 Liter geregnet. Und ich muss sagen, obwohl ich durchs Vorgewände durchgegangen bin, ich bin komplett trocken. Man merkt es vielleicht, es ist unfassbar windig. Und ich dachte, ich zeige euch mal den Roggenbestand. Das ist jetzt natürlich unser mit einer der schlechtesten Bestände. Aber ich muss ja nicht immer das Gute zeigen, ne? Und ich dachte, ich zeige euch mal, wie man eine Ertragsschätzung macht. Und wir gucken uns an, wie weit der Roggen ist von den Körnern her. Ups, jetzt ist mir ein Korn weggefallen. Ja. Schmeckt nach 8 Tonnen. Nein, A, wären das hier keine 8 Tonnen, bei weitem nicht. Und B, schmeckt man sowas nicht, ne? Nein, die Körner sind weitestgehend reif. Lass es 3 Tage 30 Grad haben und hier kann der Drescher rollen. Die Halme sind auch nicht mehr grün, also jetzt wartet man nur noch auf gutes Wetter. Man sieht hier vereinzelt noch an der Fahrgasse, weil da die Pflanze natürlich auch mehr Platz, mehr Zeit, mehr Wasser, mehr Dünger hat. Also, ne, weil sie keine Konkurrenz hier hat. Da ist vereinzelt noch mal was Grünes bei, aber grundsätzlich nicht. Das heißt, hier kann bald der Drescher rollen. Und jetzt gucken wir mal. Es ist natürlich, man sieht hier überall wieder jeden Bodenpunkt, ne? Unberegnet hier der Acker. Hier ist eine kleine Sinke. Hier steht er wieder ein bisschen besser, da wird auch höher. Wir suchen uns jetzt mal was raus. Ich mache da auch keinen großen Hehl von. Es geht da weniger darum, was ernte ich, als dass ich euch zeige, wie kann man das errechnen, was man erntet. Wisst ihr, wie ich das meine? Es geht natürlich darum, dass man mehrere Stichproben machen soll. Das mache ich jetzt nicht, weil ich da keine Lust zu habe. Ich habe mir dieser Nerv, den ich mir gestern oder vorgestern eingeklemmt habe, der ist noch nicht weg. Ich habe morgen einen Termin bei der Teilerin drin, aber das ist was anderes. Ich hoffe, dann ist es weg. Ich bin natürlich auch in der Wettkampfvorbereitung gerade. Das ist auch so ein Scheißding gerade. Naja, so. Ich habe wieder meinen Zollstock dabei. Göttinger Schätzrahmen habe ich nicht. Das heißt, ich mache hier gleich wieder ein Quadrat. Dann zählen wir die Ehren aus, multiplizieren das mit 29 und ein bisschen, damit wir wissen, wie viele Ehren auf dem Quadratmeter stehen.
Und dann pflücken wir uns ein paar Ähren, um dann die Körner auszuzählen. Das multiplizieren wir dann mit dem 1000-Korn-Gewicht, aber da komme ich dann gleich zu. So, jetzt gucken wir natürlich mal noch ein bisschen da, wo es besser steht. Ne? So, dann gehe ich hier mal rein. Man sieht auch einen wirklich schön dichter Bestand. Ich hoffe, dass hier ein bisschen was runterkommt. So. Mehr Stroh als alles andere hier. So. Nehmen wir dich auch nochmal mit. Ich zähle mal schnell. Ich kann das noch nicht mit einer Hand. Ich habe die Kamera in den Mund genommen. Auch nicht so geil. Ich habe jetzt 20 gezählt. Jetzt gehen wir hier nochmal hin, weil es ist ein bisschen dichter hier. Ich hoffe, mein Hund lebt auch noch irgendwo. Der läuft hier gerade irgendwo rum. Ja, so 24. Summa summarum 24. Merken wir uns. Jetzt pflücke ich mal ein paar Ähren, die so ein bisschen aussagekräftig sind über den Acker. Das heißt, ich suche jetzt nicht die größten raus, ich suche aber auch nicht die kleinsten raus. In so ein Mittelmaß soll das jetzt werden. Und wie gesagt, merkt euch das, umso öfter ihr das macht, umso repräsentativer wird das dann am Ende. Ja, die drei nehme ich jetzt. So, dann gehen wir mal hier raus. Man merkt, der Wind, der trocknet sehr, sehr gut ab. Die Körner, die sind halt noch relativ nass. Aber dafür, dass es 5 Liter geregnet hat und ich hier einmal durchgehen kann, ohne nass zu werden, das heißt schon viel. So, wir sehen uns gleich im Auto. So, nicht wundern, anderes Auto, andere Frisur, anderes Oberteil, alles anders. Nein, ich war beim Friseur und vor dem Friseur habe ich noch schnell angefangen, das Video zu schneiden. Und habe gemerkt, dass ich Scheiße gelabert habe. Beziehungsweise habe ich mich verrechnet. Nicht Scheiße gelabert, ich habe mich verrechnet. Und selbst wenn ich die Werte noch so ein bisschen angepasst hätte, wäre da irgendwie Scheiße bei rausgekommen. Und das hat mich gewurmt. Dementsprechend, ich zähle jetzt nochmal schnell, hole nochmal ein, zwei Ähren. Und dann sehen wir uns wieder zur Rechnung. So, ich war jetzt im Roggen drin, habe nochmal ausgezählt, nochmal nachgemessen, nochmal gewogen. Spaß. So. Ich habe auf jeden Fall eine Auszählung gemacht, ja, von bis. Mal steht es dichter, mal steht es dünner. Ich habe jetzt ein paar Mal Mitte 10 gehabt, ein paar Mal Mitte 20 gehabt. Sagen wir 18 Pflanzen auf dem kleinen Raum. Multiplizieren wir mal 29,2. Wir wissen ja, weil das dann hochgerechnet ein Quadratmeter ist. Das sind 525 ehrentragende Halme. Machen wir mal eine glatte Summe 530 draus, ungefähr. Fängt schon wieder an, ne? So, die Summe multiplizieren wir jetzt mal mit Körner pro Ähre. So, da ist es entscheidend. Ich habe jetzt 2 ausgezählt. Habe ich hier in meinem Fach natürlich drin, ne? Ich wieder. Kleine Ähre war 36, größere Ähre waren über 50. Also im Schnitt machen wir ungefähr 45. Das heißt, wir rechnen diese 530 mal 45 Körner pro Ähre. Das multiplizieren wir mit dem 1000-Korn-Gewicht. 1000-Korn-Gewicht kann ich jetzt natürlich schlecht sagen. Ich nehme einfach das Saatgut. Das heißt 37. So. Und das teilen wir dann durch 10.000. Und hätten wir 8,8 Tonnen. Ist natürlich Schwachsinn. Deswegen kann man da pauschal 80% oder 15% nochmal runterrechnen. Das heißt, so wären es immer noch 7,5 Tonnen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es so nicht ist. Es ist natürlich auch schwierig, sich dabei nicht zu bescheißen. Ich kann noch mal gleich eine Beispielsrechnung machen mit der kleinen Ähre und dem also den dünneren Bestand. Weil ich habe euch mal was vorbereitet. Man kann so eine Ähre nehmen. Man kann natürlich aber auch so eine Ähre nehmen. Ne? Also, und dann auch bei den Körnern, also TKG, gut, da habe ich jetzt, kann ich mich nicht verfälschen. Aber man kann so ein Körnchen hier nehmen. Oder man kann so einen Bomber hier nehmen, ne? Deswegen bei so Ertragsschätzung immer ganz, ganz vorsichtig sein. 20 mal zählen, 20 mal rechnen und davon Schnitt nehmen, selbst dann ist immer noch scheiße. Deswegen wird pauschal auf 15% weggenommen. So, jetzt können wir mal gucken. Ich habe teilweise 14 gezählt, mal 29,2, um wieder auf einen Quadratmeter zu kommen. Das dann mal 36, nehmen wir die kleine Ähre. So. Und das mal 37 für das 1000-Korn-Gewicht durch 10.000.
sind wir dann bei 54 Doppelzentner, das heißt 5,5 Tonnen. Davon wieder 0,85, 15% ab, sind 4,5 Tonnen, ungefähr 46 Doppelzentner. Ja, ich denke, so wird es sich bewegen. Wie gesagt, der Roggen ist unberegnet, hier steht er noch relativ gut. Hat natürlich die Frühjahrsfeuchtigkeit gut mitgenommen. Können wir uns ja mal merken, irgendwas zwischen 4,5 und 7,5 Tonnen hier. 7,5 wäre natürlich Bombe, aber stellenweise ja, stellenweise nicht. Ist auch immer da, wo man zählt. Ne? Aber so macht man auf jeden Fall eine Ertragsschätzung. Das ist halt ganz wichtig. Und dadurch, dass man das am Ende durch 10.000 rechnet und dann Doppelzentner pro Hektar hat, braucht man nicht irgendwie so von 1.000 Korn Gewicht, weil das ja auf Gramm ist, erstmal auf Kilogramm rechnen und dann so hin und her einfach durch 10.000 und dann ist gut. So, das dazu. Aber das meine ich auch mit, dass die Pflanzen in der Fahrgasse mehr Platz haben. Das heißt, es ist nicht mal ein großer Ertragsverlust, wenn du eine Fahrgasse anlegst, weil die Pflanzen an der Fahrgasse so aussehen. Mehr Platz, mehr Licht, mehr Wasser, mehr Nährstoffe. Ne? So, so viel dazu. So, jetzt habe ich zwei ganz interessante E-Mails noch bekommen. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich mache es auch ganz kurz, damit es nicht zu trocken wird. Das eine ist, rote Gebiete wurden neu ausgewiesen. Ja, die nächsten zwei Schläge sind drin. Also ich habe jetzt nur noch 6 Schläge, die nicht drin sind, glaube ich. Und das sind so ungefähr 30, 40 Hektar von 250. Ja. Schade drum, ne? Und diese Ausweisung, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Es sind keine großen Schläge, die jetzt noch mit drin sind, aber gut. Wird alles über einen Kamm geschoren und dann ist gut. Auch dieses 20% weniger Düngen, das ist gar nicht so das, was mich belastet, weil ich durch die Organik versuche, eh mehr Nährstoffe reinzukriegen. Also sprich, einen guten Wirkungsgrad dazu zu erzielen. Das heißt, damit hatte ich noch nie Probleme. Schlimm ist dann nur dieser Mehraufwand. N-Min-Proben ziehen im Frühjahr. Oder in Minproben ziehen zur Raps, Herbstdüngung und sowas. Das ist halt dann nervig. So, das nächste ist Einschränkungen im Beregnen. Ist jetzt auch die Verordnung gekommen. Ich weiß gar nicht, ab wann das in Kraft tritt. Das ab 5.7. Haben wir ja noch nicht, oder? Doch, heute ist der 5.7. Dann tritt das, glaube ich, heute in Kraft. So, nur ganz kurz Allgemeinverfügung. Ab Temperaturen von 24 Grad zwischen 11 und 18 Uhr ist das Beregnen untersagt. Ja, außer Tröpfchenbewässerung und wassersparende Düsenwagen zur Lebensmittelerzeugung. Das wieder außen vor. Für wirtschaftliche Zwecke können Ausnahmen zugelassen werden. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag nach ihrer Bekanntgabe bis zum 30.09.23. Sie kann jederzeit widerrufen werden. So viel da. Also da, das geht da um nur diese zeitliche Beschränkung. Dass man zwischen 11 und 18 Uhr nicht beregnen darf. Ist auf längeren Schlägen nervig. Entweder man zieht schnell ein und dann nächsten Tag noch einmal nur aus oder man muss nachts irgendwie abstellen oder so. Und das sind daraus dann zwei Takter machen, dass man den einen Abend die Hälfte der Bahn macht und die andere Hälfte. Aber so oder so ist das irgendwie nervig, wenn du keinen Computer hast. Ja, dann noch ganz viele Paragraphen und so ein Scheiß. Aber das ist erstmal so das Wesentliche. So, jetzt gucken wir nochmal zur Gerste und dann soll es das gewesen sein. Einfach innerhalb von 4 Wochen der zweite Helikopter, der bei mir auf der Fläche landet. Diesmal Roggen, keine Karotte. Aber was ist denn hier los? Das ist Brennpunkt hier, wirklich. Naja, der Roggen hat sich nicht ganz hingelegt. Zum Glück ist das auch ein schwacher Standort hier, wo die Ähren relativ klein sind, die Körner klein sind. Das heißt, es ist alles noch erntbar. Das ist halb so wild. Naja, das nur noch mal schnell zwischendurch. So, Gerste entwickelt gerade ihre schöne Phase. Dieses leicht kuschelige Bett. Und ich muss sagen, die Körner, die sehen gar nicht mal schlecht aus.
Ich habe nur irgendwie vercheckt, die Blüte mitzukriegen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. So, die Körner, wenn ich die zerdrücke. Ja, ist so teigig. Ja, die wird so irgendwo im Entwicklungsstadium Mitte 70, Anfang 80 sein. Hier ist ein bisschen wässrig, was rauskommt. Ja, ich verstehe nur nicht, wie das mit der Blüte passieren konnte. Also die Gerste, die blüht relativ spät vor der Kornbildung. Und ich weiß nicht, ich war ja wöchentlich irgendwie drin, aber das ärgert mich ja jetzt gemein. Naja, so viel zur Gerste. Körner füllen sich, Körner sehen prall aus. Wir bleiben dran. Na gut, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Mal sehen, wann es mal wieder praktisch ein bisschen mehr zu tun gibt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Nerv irgendwie jetzt morgen verschwindet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ja. Schmeckt nach 8 Tonnen.